Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life-Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 15 und dem Thema: So brichst du die Weltrekorde. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Durchstarter-Podcast. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Wir beginnen heute mal wieder mit einem Kommentar, mit einem Feedback von einem Hörer von uns. Dragonfly Jump schreibt uns hier: vielen Motivation und Inspiration. Der Podcast ist pure Energie. Damian kann wirklich toll vermitteln, wie man mehr aus seinem Leben machen kann. Ich bin ganz gespannt auf die weiteren Folgen. Go, go, go. Und dann schreibt uns Angelika H. hier noch, danke Angelika, 3 magische Fragen. Klasse. Schafft Bewusstsein und gibt Tipps für den eigenen Fokus, für mehr Glück und Energie im Leben. Wisst ihr, wenn ihr mir sowas schreibt, dann geht mein Herz so richtig auf. Ich finde es total toll, dass ihr euch beteiligt, dass ihr euch einbringt und macht weiter so, bewertet den Podcast weiter so, schreibt uns Kommentare, denn es gibt uns nur noch mehr Energie und Motivation, euch noch mehr zu liefern. Unser heutiges Thema: So brichst du Weltrekorde. Denke groß. Was macht den Unterschied aus zwischen denen, die dieses normale Leben führen, und Menschen, die es schaffen, einen Rekord nach dem anderen zu produzieren oder eben auch Weltrekorde zu brechen? Alles beginnt mal mit ihrer Innenwelt. Sie haben etwas im Kopf und sie sind bereit, größer zu denken als die Person, die vor ihr diesen Rekord vielleicht schon aufgestellt hat, oder etwas zu denken, was jemand anderes vor ihr noch niemals gemacht hat. Und jetzt stell dir das vor. Ihr kennt vielleicht dieses Riesengebäude, diesen Burj Khalifa in Dubai. In dem Moment, in dem ich diesen Podcast aufzeichne, ist es noch das höchste Gebäude der Welt. Was musste zuerst da sein, um überhaupt dieses Gebäude mit 828 Metern Höhe überhaupt entstehen lassen zu können? Zuerst war dieser Gedanke, dass irgendjemand denkt: Ich baue das größte Gebäude dieser Welt. Und jetzt stell du dir mal vor, du hättest diesen Gedanken gehabt. Morgens, du wachst auf und du würdest den Gedanken in dir tragen, einen Weltrekord aufzustellen. Nämlich dieses größte Gebäude der Welt zu bauen. Würde dir das ein bisschen Angst machen? Jetzt stell dir vor, du würdest diese Idee deinen Freunden und Bekannten kommunizieren. Jetzt kommt die nächste Frage. Würden die dich für verrückt halten? Oder würden die sagen: Geile Idee. Sehr cool. Das musst du unbedingt machen. Du wirst es schaffen. Merkst du gerade was? Vielleicht würden die dich für verrückt halten und deine Idee würde im Keim erstickt werden. Also die Weltrekorde aufbauen, müssen groß denken. Sie müssen über bestehende Dinge hinausdenken, über Begrenzungen hinausdenken. Und sie etablieren in sich die Überzeugung, dass es für sie möglich sein wird, das zu schaffen, das zu erbauen. Und was braucht man denn persönlich für eine Umgebung, damit man überhaupt so denken kann? Eine, die einen bestärkt? Oder eine Umgebung aus Opfern, Hühnchen klein, Zweiflern, Meckerern, Nörglern und Menschen, die sich beklagen? Richtig, du brauchst eine Umgebung, die dich trägt, die dir Kraft gibt, die dir Energie gibt, Menschen, die an dich glauben. Und vor allen Dingen musst du an dich glauben, mehr als alle anderen. Damit du diesen Durchbruch schaffen kannst, damit du etwas Großartiges schaffen kannst, kannst du dir die Frage stellen: Was muss ich tun, damit es für mich möglich wird? Und das machen die Olympiasieger, die Menschen, die im Sport durchstarten, die mit einem ganz kleinen Bruchteil einer Sekunde etwas gewinnen und die Nase einfach vorne haben. Sie haben dieses Ziel im Kopf. Sie haben diese Idee davon, dass sie alle anderen überbieten werden, dass sie diesen Weltrekord schlagen werden. Sie bauen Vertrauen in sich auf. Sie sagen: Ja, ich werde alles dafür tun, was ich tun muss, damit ich es schaffe. Und sie entwickeln diesen Glauben, dass es für sie möglich ist. Und damit sie dann dieses Ziel auch wirklich erreichen können und diesen Weltrekord einfahren können, tragen sie oftmals die folgende Frage wieder und wieder und wieder in sich. Sie stellen sich die Frage: Was muss ich tun, damit es für mich möglich wird? Und diese Frage stellen sie sich morgens, mittags, abends, zwischendurch, vorm Einschlafen, und sie kriegen mehr Ideen dazu, was sie tun müssen, wie sie trainieren müssen, mit wem sie sprechen müssen, in welche Umgebung sie hinein müssen, welche Dinge sie denken müssen und erschaffen und kreieren müssen, damit dieser Weltrekord
im Außen tatsächlich möglich wird. Und desto mehr sie sich diese Frage stellen und desto mehr Antworten sie kriegen und dann in den Trainingsprozess, in den Planungsprozess, in den Erschaffensprozess gehen und sie Schritt für Schritt auf dieses Ziel zugehen, umso mehr steigt dieser Glaube und das Selbstvertrauen in die Person selbst, dass es für sie möglich ist. Und wisst ihr, wenn ihr das seht, beim Laufen, beim Fahrradfahren, beim Springen, was auch immer, wenn dort jemand gewinnt mit einer Nasenlänge Vorsprung, dann ist es nicht die ausgefeilte Technik. Die gehört natürlich dazu und das Training gehört auch dazu, natürlich. Doch Gewinner gewinnen, weil sie daran glauben, dass es für sie möglich ist. Und dieser Glaube, es gibt ja diesen Spruch, der Glaube versetzt Berge. Dieser Glaube macht den eigentlichen Unterschied aus. Denn wenn sie an sich glauben, dann gehen sie durch die Zweifel, dann gehen sie durch die Angst, sie nehmen die Herausforderungen und sie erreichen Dinge, die andere für unerreichbar halten. Denke also groß. Stell dir die bessere Frage, was muss ich tun, damit es für mich möglich wird? Entwickel den Glauben daran, dass es für dich möglich wird. Mach dein Ding, zieh das einfach durch. Fang an, tu es einfach. Denn du bist viel, viel, viel größer, als du denkst. Das war unsere heutige Podcast-Folge. Und wenn sie dir eine Inspiration war, wenn es dir gefallen hat, was wir hier machen, dann bewerte diesen Podcast mit 5 Sternen, schreib uns einen Kommentar drunter unter deine Sterne. Und wenn du sagst, ja, das hat mich heute echt berührt, das hat bei mir Klick gemacht, ich habe eine Erkenntnis, dann teile diesen Erfahrungsprozess, diesen Entwicklungsprozess, deinen Wachstumsprozess, deine Ideen, die du dazu hast. Die teil mit uns bitte auf unserer Facebook-Fanpage. Ich freue mich, wenn du dort einen Kommentar hinterlässt. Wir werden das lesen, wir werden es kommentieren und vielleicht wird es uns so inspirieren, was du schreibst, dass wir einen extra Podcast dazu machen. So können wir gemeinsam wachsen und das Leben auf der Überholspur genießen. Also mach's einfach, denn du wirst viel größer, als du denkst. Ich wünsche dir eine gute Zeit.